Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem weiteren Part von Let's Play Forza Horizon 5 auf der Xbox Series X. Ja, wir knüpfen nahtlos weiter dran an die Forza Horizon Story mit dem Namen El Camino und wir haben die Auswahl zwischen zwei Kapiteln, genau hier. Und zwar geht es jetzt um die Statue, die wir finden müssen, entweder beim Sonnenuntergang oder am Mittag, ja. Und ich meine, klar, wir können im Nachhinein sowieso das andere Kapitel spielen, aber wir müssen jetzt eine Auswahl treffen. Und ich glaube, am besten sollten wir jetzt mal so tun, als würde das die Geschichte sehr stark beeinflussen. Und ich würde sagen, wir lesen uns jetzt einmal kurz die Beschreibung dazu durch und ja, dann gucke ich mal, worauf ich mehr Lust hätte. Die Statue bei Sonnenuntergang beschreibt Folgendes. Wir trafen auf den Nachschub, wie erwartet. Unser Schiff ankerte in der Nähe eines steinernen Bogens. Im Schein der untergehenden Sonne erblickte ich eine große Statue von ähnlicher Bauart, wie wir sie bereits an anderen Orten vorgefunden hatten. Ich hatte sie ganz deutlich vor Augen und dennoch war ich sicher, sie kurz zuvor am selben Tag noch nicht gesehen zu haben. El Camino de Sidney Wolverstone, Kapitel Nummer 1. Oder wir nehmen die Statue am Mittag. Wir erreichten am Vormittag die Küste in der Nähe des steinernen Bogens, wo unser Versorgungsschiff ankerte. Wir verbrachten einige Zeit mit dem Erkunden der spektakulären Klippen und Formationen, die zweifellos von Wind und Wetter geformt worden waren. Wie sich später herausstellen sollte, war es seltsam, dass wir bei der Erkundung nichts Nennenswertes fanden. El Camino de Sidney Wolverstone, Kapitel 1. Ja, das kann ich auch wunderbar aussprechen. So, ich würde mal sagen, ich denke mal, mit dem Sonnenuntergang sind wir, glaube ich, nicht so verkehrt bedient, weil ich denke mal, auch szenerientechnisch wird das, glaube ich, viel schöner aussehen, als wenn wir Mittag unterwegs sind. Deswegen würde ich jetzt auch spontan sagen, machen wir einfach mal die Statue bei Sonnenuntergang. Einfach mal der... Wir treffen uns hier, wenn du soweit bist. Dann sind wir vormittags locker bei El Arco. Okay. Ja, da sind wir auch schon auf dem richtigen Weg. Ja, wir haben ja auch jetzt gerade mehr oder weniger Richtung Sonnenuntergang. Also von daher passt das eigentlich ganz gut. 10,5 Kilometer sind es. Also wir haben auf jeden Fall eine gute Strecke vor uns. Ach, das vielleicht Sinn zu... Ich guck mal vielleicht mal, ob wir nicht lieber uns irgendwo hin spawnen. Weil es ist doch mir ein bisschen zu viel Strecke. Deswegen würde ich mal sagen, wir... Komm, geh mal zum Baha-Außenposten. Und machen mal von dort aus weiter. Das Außenposten hat ja auch schon was, oder? Sieht schon von Weitem auch ganz cool aus. Aber mein Favorit bleibt immer noch die Straßenszene. Und ich denke, der Rang wird nicht wirklich komplett verschwinden. Es sei denn, die Expansions liefern uns weitere Außenposten, also jetzt nicht im Haupt-Let's Play, sondern in den jeweiligen Expansions, die vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können. Das traue ich Playground ehrlich gesagt sogar zu. So. Okay, ich höre mal auf, die Autohupe zu verwenden. So. Ja, ich denke mal, die Horizon Story dürfte auch ein bisschen entspannter sein. Ja, das Schild nehmen wir auch noch einmal kurz mit. So, dann sind wir nun bei 73 von 200. Ja, aber dennoch haben wir noch zu viele Tafeln, die noch gesmashed werden müssen. Aus nächster Hand. Oder aus nächster Haube, besser gesagt. So. Dann wollen wir mal. Hier ist die nächste Story eigentlich. Aber da ist mir jetzt Straßenrennen im Weg. Das ist jetzt nicht so cool. Hallo? Ich hätte gern... Wow. Dieser kleine Fitzelchen. Top. Okay. El Camino. Wir fahren fort. Sonnenuntergang.
Gut, wie gesagt, die Textbeschreibung habe ich gelesen. 2 Minuten 10 haben wir jetzt Zeit. Okay. Aber die Spanne für die einzelnen Sterne sind jetzt schon deutlich weiter auseinander. Ja, müssen wir mal gucken. Gehen wir. Die Sonne geht unter, aber wir haben noch genug Zeit, um zum Strand zu kommen. Ich bin so aufgeregt. Was meinst du? Finden wir sie? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber ich glaube, in Mexiko steckt oft mehr dahinter, als man auf Anhieb erkennt. Los geht's! So, wir haben 6,7 Kilometer. Das ist schon ordentlich, die Distanz. Da ist der Fotopunkt. Okay. Ich glaube, da macht es vielleicht Sinn, abzukürzen, oder? Vielleicht mal den direkten Weg zu nehmen? Ansonsten 6,7 Kilometer können schon ganz schön knapp werden. Na komm, versuchen wir mal den mal straight durchzufahren. Ja, mit dem Toyota. Ups. Wie sagt man, eine Botanista war? Ah, eine Botanikerin. Wusste ich nicht. Eine Botanikerin, eine Naturforscherin und eine gute Artista. Du willst über die Maravillas de México sprechen? Dann lies mehr über sie. Okay. Fahren wir auch ein bisschen etwas über sie als Person damals, was ich auch ganz nett finde. Trägt auch so ein bisschen was zur Story bei. Ja, müssen wir dann natürlich gucken. Im Buch werden diverse. Okay, Entschuldigung, dass ich schon wieder im Weg stehe, aber. Oh, das sieht aber ganz schön gut gestanzt aus gerade. Ja, die Federung arbeitet gut mit. Ja, sogar so krass, dass die Reifen mal durch die Kotflügel mal durchglitschen. Der Wahnsinn. Ich glaube, ich nehme das aber als Thumbnail. Mach ich vielleicht mal ein Foto von hinten. Ah, kacke, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Verschlusszeit. Aber doch ein bisschen Verschlusszeit hätte ich schon gerne. Okay. Man könnte auch glatt meinen, dass es ein anderes Fahrzeug ist, oder? Entschuldigung für die Unterbrechung. An den Sydney Wolverstone Statuenfahrt. Sie glaubt aber nicht, dass sie aztekisch waren. Das ist interessant. Denn ich finde, sie wirken toltekisch. Aber nicht mal das ist klar. Wir wissen wenig über die Tolteken. Nein, über den gesamten Zeitraum vor der Eroberung. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. In Mexiko ist so viel vergessene Geschichte. So viel, was wir nicht über die Menschen wissen, die hier tausende Jahre lang gelebt haben. Okay, ich bin echt gespannt auf die Story. Also, sie teast uns schon einiges an. Am Strand. Im Buch steht, wir haben die Statue beim Arco gefunden, wie sie im warmen Licht der untergehenden Sonne über den Pazifik hinausblickt. Okay, ich sehe gerade, die Zeit wird sehr knapp. Wir müssen aber, glaube ich, nur ja, ungefähr in dem Bereich ankommen. Oh, okay, das ist ganz schön eng bemessen an dieser Stelle, aber ja, ich denke mal, das reicht dennoch. Gut, dass die Zeit halt nicht, natürlich nicht weitergeht. Ich müsste jetzt mal gucken. Wo ist denn eigentlich die Statue? Ich glaube, wir hätten eventuell einen direkteren Weg nehmen müssen. Da hätten wir vielleicht noch die 2-3 Sekunden noch rausgeholt irgendwie. Aber gut, es geht ja auch natürlich primär darum, die ganzen Statuen abzufotografieren. Und ich glaube nämlich, dass die Statue hier irgendwo da hinten sich befindet. Eigentlich nicht so ganz toll. Oder oben? Hm, schwierig. Schwierig.
Ja, aber gut, ich würde trotzdem mal sagen, machen wir jetzt einfach mal die 3 Sterne fertig. Ja, weshalb ich da so ein bisschen suche. Wir können mal währenddessen einmal kurz das Foto machen. So. Ist nämlich, dass es auch eine Auszeichnungsaufgabe gibt, wo wir Statuen abfotografieren müssen. Ja, und dann wäre es halt ganz gut, wenn man möglichst in der Nähe der Statue sich befindet. Interessant. Das ist offenbar kein aztekisches Design. Aber es erinnert mich an Tlaloc, den Regengott. Wie aufregend. Ich finde heraus, wo die nächste ist und rufe dich dann an. Wow. Wohin führt der Pfad von hier? Nach Süden und landeinwärts. Ganz sicher. Ich melde mich. Da ist sie. Direkt in der Sonne, so wie es im Buch steht. Mach ein Foto. Aha. Ich dachte, es führt uns wieder zurück nach Großbritannien. Ah, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass die Statue so groß ist. Aber ich glaube, die wäre wahrscheinlich auf der anderen Seite gewesen. Naja, worauf ich wie gesagt eingehen wollte, ist, dass es Aufgaben bei gibt. Nächster Gelegenheit wenden. Hola, mi amiga. Hey, ich habe das Tagebuch immer und immer wieder gelesen. Ich glaube, dass Lady Sidneys Expedition ins Landesinnere kam, aber no sé, es ist schwer, Beweise zu finden. Bleib, wo du bist, bin schon unterwegs. Ja. Der Schneemann ist unterwegs. Oh Mann, hätte ich doch nur das Schneemanns-Outfit. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, normalerweise ja, das Komplett-Outfit anzuziehen, aber ja. Komischerweise habe ich den Schneemann-Outfit noch nicht freigeschaltet gehabt. Ja, vielleicht habe ich den auch verdattelt. Kann auch gut sein. So, wie gesagt. Es gibt Auszeichnungsaufgaben. Ich weiß jetzt nicht, zu was sie gehören. Ich glaube, zu Stories. Denke ich mal. Und dann müsste es die Maravillas heißen. Genau. Und zwar gibt es die Aufgabe. Oh, nebenbei, den GTC4 Lusso. Können wir gewinnen? Genau. Da steht ja, dass wir die verschiedenen Statuen fotografieren müssen. Ja. Jetzt haben wir das gerade eben nicht geschafft. Dafür hätten wir, meinen Augen, einen etwas direkteren Weg nehmen müssen. Aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir, naja, die ganze Geschichte auf 3 Sterne schaffen. Und dann könnte man das dann auch offscreen dann noch einmal nachholen. Oder vielleicht im Stream oder in irgendeinem Let's Play Part. Je nachdem. So, da ist auch schon das nächste Kapitel. Du hast dein Ziel erreicht. Molehä, das passt doch wunderbar wie die Faust aufs Auge. Nach unserer Ankunft folgten wir dem Fluss stromaufwärts, wo wir ein hübsches Tal im Schatten der Berge fanden. Hier schlugen wir unser Lager auf und eine ansässige Weise erzählte mir viele Geschichten, die ich alle in diesem Buch niederschrieb. Auf ihrem Ratschlag hin fand ich am Südufer des Flusses unter den Bäumen eine weitere Statue, die vom Regen noch nass war. El Camino de Sidney Wolverstone, Kapitel Nummer 2. Für uns ist es Kapitel Nummer 5. Molehä. Also denke ich mal, dass die Statue irgendwo in der Nähe von Molehä sein wird. Ja, 1 Minute 32. Die Herausforderungen sind auch ganz schön happig. Aber ganz schön großzügig auf jeden Fall mit den 1-Sternen-Aufgaben. Ich denke mal, das dürften dann für die Sorte Spieler sein, die eher wirklich auf Entdeckungstour gehen möchten. Hör mal, das Dorf Molehä, eine Oase der Ruhe. Wenn sie es nach Molehä geschafft hat, muss die Expedition flussaufwärts gegangen sein. Dann folgen wir dem Fluss. Ja, hätte ich auch so vorgeschlagen. Ganz simpel, oder? Es ist unglaublich. Ich bin mit dem Buch zur Escuela gegangen. Und meine Lehrer haben gesagt, dass Lady Wolverstones Abenteuer Fiktion sind. Wie Pedro Paramo oder Sherlock Holmes. Sie hat also nie Anerkennung bekommen? Sie wollte keine haben. Sie hat ihre Geschichten für ihre Enkelkinder geschrieben. Aber wenn sie wahr sind, sollten sie weitererzählt werden. Du und ich können es beweisen. Vamos, nach Molehä. Wir können im Stadtzentrum anfangen und dann nach außen fahren. Okay. Ja, ich denke mal, wenn wir mal wieder direkt querfeld einfahren, dann vermute ich mal, dass wir ein bisschen schneller im Ziel ankommen. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass die offizielle Route uns
zu den drei Sternen bringen wird. Irgendwo hier muss die Statue sein. Okay. Ja, das ist, glaube ich, von der Strecke her machbar. Könnte aber wahrscheinlich auch wieder knapp werden. Okay. Wir sind nicht so gut aufgelandet. Ja, hängt auch sehr stark davon ab, wie wir auflanden an den unterschiedlichen Hügeln. Weil je nachdem bremst uns das sehr massiv aus oder nicht. Ja, deswegen sollten wir mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und darauf hoffen, dass die Federung gut mitmacht. So. Ja, geil. Also ich... Wow, ist dieser eine Kaktus da... Es sah echt gerade eben aus, als wäre der gelaufen in der Luft. Okay, ich glaube... ich habe hier schon... ein Thumbnail, oder? Oh Gott, das war ich jetzt schon ein bisschen abgelenkt. Entschuldigung. So, ich meinte irgendwo hier mittendrin. So, da ist die Statue. Haben wir ja ein bisschen Zeit. Dann können wir mal in Ruhe hier hinfahren. So, ja, ich weiß, dass sie da ist. So, fotografieren wir die Statue ab. Und dann dürften wir die Aufgabe auch mit drei Sterne abgeschlossen haben. Ja, es geht ganz gut voran, würde ich sagen. Sehr schön. Lady Sydney schreibt, dass eine Brucha, eine weise Frau hier im Ort, meinte, die Statuen sehe man nur an bestimmten Tagen im Regen, weil sie Statuen von Tlaloc sind. Ich glaube immer noch, die Bäume verbergen sie. Aber ruf an, wenn du den nächsten Standort kennst, ja? Oh, okay. Ich finde es irgendwie echt cool, dass unser Charakter irgendwie ein bisschen realistischer denkt als Carmen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, auf jeden Fall. Ja, ich meine ja auch, man hat ja nicht viele Bäume gesehen. Und ja, wenn es regnet, dann erscheinen ja die Statuen wie aus nichts. Ja, man kennt diese Geschichten. Ich glaube auch an Regenbogen und Einhörner. Wobei, Regenbögen gibt es eigentlich zwar, aber ja. Ne? Aber ich meine, jedem das Seine, ja. Hola, mi amiga. Hat wegen der Promo-Fotos angerufen. Ich habe ihr gesagt, dass ich glaube, dass Lady Sydney Wolverstone eine der ersten Entdeckerinnen war, die Champa betreten hat. Cool, bin schon unterwegs. In 400 Metern links abbiegen. Okay, irgendwie habe ich es nicht so ganz verstanden. Mal gucken. So, da haben wir nebenbei ein Schild. Das nehmen wir mal mit. Und hier haben wir auch noch ein Schild. Ja, aber bis jetzt muss ich sagen, ich dachte zunächst wirklich, dass die Foto-Herausforderung ein bisschen dröger sein wird. Also auch vom Story und vom Kontext her. Ja gut, klar, die Aufgaben sind mehr oder weniger gleich. Wir fahren zu einem Zielpunkt und müssen dann ein Foto von einer Statue schießen. Also ich hoffe mal, dass die nächsten Kapitel ein bisschen variantenreicher werden. Aber so vom geschichtlichen Aspekt her gefällt mir die Story. Sie ist auch zumindest ein wenig nachvollziehbarer als die Street Racer Story. Darauf können wir, denke ich mal, einig sein. Du hast dein Ziel erreicht. So, El Camino. Mal gucken, was wir jetzt haben. Cascadas. Die herrlichsten himmelblauen Wasserfälle versperrten unser Fortkommen. Hier schlugen wir unser Lager auf und legten reichlich Vorräte an, denn ich hatte vor, auf der Suche nach weiteren Wundern den Landweg zu beschreiten. Aus einer Laune heraus beschloss ich, den Wasserfall zu erkunden. Ich war schon immer eine gute Schwimmerin, weshalb es einfach war, hinter die Kaskade zu gelangen. Was ich dort sah, ließ mir den Atem im Hals stocken. El Camino de Sydney Wolverstone, Kapitel Nummer 3. 2 Minuten haben wir dafür. Ja, würde ich sagen, vamos, oder? Bereit für Agua Azul? Bien. Oh. Wir werden vielleicht ein wenig nass. Ich werde die Fenster schließen. Also ich möchte einmal betonen, ich glaube nicht, dass der Buggy Fenster hat. Ich
übersetze weiter. Das kalte Wasser von Agua Azul stillte unseren Durst und beflügelte unsere Herzen. Im Herzen des blauen Wassers fanden wir sie. Sie? Suchen wir vielleicht nach mehr als einer Statue? Ich muss noch einmal ganz kurz zurückspulen. Da bin ich nicht schön gefahren. Aber ich glaube, ja, der Buggy hat keine Fenster. Also zumindest sehe ich es auf den ersten Blick nicht. Und zum zweiten, naja, unser Kopf wird ja auch nicht nass. Wir haben ja immerhin und im Herzen einen Schneekopf. Was soll das bloß heißen? Okay, mehrere Statuen sollen angeblich hier hinter dem Wasserfall stecken. Warum wurde das Tagebuch von Lady Sydney Wolverstone als Fiktion veröffentlicht? Sie war wirklich hier. Sie hat Aventuras in ganz Mexiko erlebt. Vielleicht wollte sie nicht berühmt sein. Oder vielleicht dachte sie, dass ihr niemand glauben würde. Muy bien. Fahr weiter nach Westen. Dann runter von der Straße, wenn wir in der Nähe der Wasserfälle sind. Nee. Wir nehmen jetzt mal einen etwas anderen Weg, wo ich der Meinung bin, dass wir dadurch schneller ankommen. Ja, das tun wir auch. Ja, aber indem wir jetzt auch nicht irgendwie 100.000 Bäume mitnehmen. Das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache, Mann. Ach, so. Also langsam reicht es aber auch hier. Wow! Also langsam ist es jetzt aber mal gut hier. Okay, das war jetzt mein eigener Fehler. Okay, ich glaube, ich spule einmal ganz kurz zurück. Haben wir es jetzt auch mal... Okay, ich glaube, dem Buggy macht es sehr viel Spaß zu springen. Habe ich mir verlauten lassen. Aber gut, wir kommen ja sowieso früh genug an, also von daher passt das. Ja, das ist, glaube ich, eine relativ einfache Challenge, würde ich sagen. Ja, jetzt halten uns auch noch Baumstämme auf, aber der Alumi-Craft regelt hier. Ja, ist jetzt aber langsam gut hier. So, wo sind die Statuen? Ah, ich denke mal, müssen mal in die Mitte fahren. Okay, ich sehe jetzt die Statue nicht. Also uns hat sie zumindest der Punkt hier gezeigt. Oh. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Statuen vielleicht hier oben sind, oder? Ich würde schon vielleicht mal gerne die Statuen finden. Ja, wir können einmal kurz mit dem Fotomodus mal weiter ausfahren. Aber so auf den ersten Blick finde ich jetzt natürlich nichts. Ist ja auch natürlich die Frage, ob die Statuen halt wirklich im Wasserfall sich befinden, beziehungsweise oben. Oder im Wasserfall sogar. Oder vielleicht befinden sie sich komplett woanders. Aber ich sehe das jetzt halt leider auf den ersten Blick nicht, weil es doch ein bisschen zu dunkel ist. Das Plätschern dieser Gefälle fördert das jetzt eigentlich auch nicht so sehr. Na ja, gut. Schade, finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Nö. Tun wir leider nicht. Okay. Nee, ich hatte gerade eben gedacht, dass wirklich irgendwie auf dem Wasserfall die Statue sich befindet. Ist ja gute Deutsch. Ja, sind auch, glaube ich, ganz schön gut eingetaucht, ne? Also, ich denke mal, wir machen unsere Füße wunderbar nass an dieser Stelle. Aber komm, schießen wir jetzt ein Foto. Ja, schade. Hätte jetzt gerne gewusst, wo sich die Statuen aufgehalten hätten.
Können mir vorstellen, dass sie vielleicht auch oben waren. Die Bilder sind gut. Und weißt du, weil wir Bilder haben, kann uns keiner Loco nennen, wenn wir die Statuen nicht wiederfinden. Ich glaube, vielleicht waren die Entwickler auch deswegen so großzügig mit der Zeit, dass wir auch noch ein bisschen, naja, die Gelegenheit bekommen, nach den Statuen Ausschau zu halten. Eieiei, das ist groß. Ich glaube, das ist unsere nächste Spur. Triff mich, sobald du kannst. Ja. Ja. Aber ich denke mal, ja, für diesen Part dürfte es, glaube ich, ein, wie ich finde, schönes Ende hier gefunden haben. Nebenbei ein 5000er-Schild. Das nehmen wir aber sowas von gerne an. Können wir wirklich vorstellen, dass die Statue irgendwo hier mittendrin war. Sieht auch voll cool aus. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Ja, aber mit diesem Bild und diesem Gefälle würde ich sagen, war es das mit der heutigen Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr stark über ein Feedback in Form eines Kommentars oder über konstruktive Kritik freuen. Oder wenn euch das Video erst recht gefallen haben sollte, dann mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Forza Horizon 5 wieder. Ja, der Ferrari J50 geht unter und ich würde sagen, damit gehe auch ich runter. Haut rein!